Weltweit gibt es Kulturen, die den Mond verehren. Die chinesische, als eine davon, glaubt an die Verjüngung in Verbindung mit dem Mond und Wasser. Ihr traditioneller Kalender basiert sogar auf dem Mondphasenzyklus. Der 15. Tag des 8. Monats im traditionell chinesischen Kalender, das ist bei uns der 15. September, Vollmond natürlich, das ist der Termin für Chinas jährliches Mondfest. Es wird übrigens auch in Korea, Vietnam und Japan gefeiert. Ich bin jetzt hier vor Hamburgs größtem chinesischen Supermarkt und ich möchte herausfinden, wie das mit dem Mondfest überhaupt funktioniert. Welche Zutaten brauche ich denn für eine gelungene Feier? Hier gibt es auch Mäuse. Guck einer an. Das ist nämlich mal ein Kind im Bad. Mit einer richtig coolen Frisur, muss ich mal sagen. Und Schweinchen haben sie hier auch. Guck einer an. Das hätte ich jetzt hier weniger vermutet, dass es hier sowas wie Sparschweine gibt. Also es gibt hier eindeutig ziemlich viele Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Ich glaube, ich brauche hier eindeutig jemand, der mir hilft. Mal gucken, ob ich jemanden finde. Hallo. Entschuldigung. Ich bin China-Neuling und ich habe vor, das Mondfest zu feiern. Würdest du mir erklären, was ich brauche, was ich tun muss und wie das funktioniert? Ja. 在中国来说呢，对于中国人，中秋节代表着团圆啊、团聚啊，全家人围坐在一起，吃个团圆饭，品酒赏月啊，最重要的是要品尝月饼。如果你想过一个非常地道的中秋节呢，你可以从品尝月饼开始。中国的各大超市都会有卖的哦。Okay, also das sind dann also die verschiedenen Mondkuchen. Ich nehme hier einfach mal drei verschiedene Sorten mit. Wir haben ja unterschiedliche Füllungen. Ich habe jetzt ein bisschen erfahren, was da drin sein kann, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht wirklich, wie sie schmecken. Ich weiß nur, dass ich jemanden dazu einladen muss und dann werden wir die ausprobieren. Also los! So, hallo, ich bin jetzt bei mir zu Hause und wir haben Besuch, beziehungsweise ich habe Besuch, ich habe Andrea eingeladen, um mit mir das Mondfest zu feiern. Wir haben die drei Kuchen ausgepackt und schneide ich die mal auseinander. Den ersten hier, das geht ein bisschen schwer, Lotus-Sesam-Paste. Mein erster Mondkuchen. Ja. Klebrig. Also der Mund ist voll. Also es klebt ein bisschen an den Zähnen. Ja. Aber schmeckt gut. Und also dieses Sesam ist so ein bisschen nicht so süß. Nee, das stimmt. Aber ja, das ist schon massiv. Also das hier ist eine Mahlzeit, so ein Viertel Mondkuchen. Mhm. Oder sagen wir mal, ein halber. Mhm. Das ist wirklich sehr, ja, wie Dattel, wie Feige, also so. Und sehr klebrig und sehr massiv, aber der Geschmack ist gut, muss ich sagen. Das ist mit Tee. Mit Tee ist das eine gute Sache. Jetzt schneiden wir mal den mit dem Ei auf. Mhm. Und es ist ein Ei drin. Mhm. Vielleicht teilen wir den, dass jeder von uns das Ei hat. Ne? Ich teile den mal noch ein bisschen auf. Ich riech mal dran. Das ist schon weniger europäisch, der Geschmack. Ich habe keine Ahnung, was es ist, was ich da rieche. Vielleicht wollen wir es gar nicht wissen. Ich probiere ihn jetzt. Soll ich? Es ist nicht mein Fall. Der schmeckt ungewohnt. Was ist dieses Ei da drin? Das fasse ich nicht. Oder? Also auf der Packung steht, es ist Ei und Süßkartoffeln oder irgendwas Vegetarisches noch. Mhm. Also dieses grüne Zeug finde ich gar nicht mal so schlimm, aber dieses Ei da drin ist komisch. Ja, es ist nicht unbedingt ein europäischer Geschmack oder auf jeden Fall nicht mein Geschmack. Das ist anders. Ich denke, wir trinken noch einen Schluck Tee und probieren den nächsten, oder? Mit Nuss, also 7 Nusssorten stand da. Das hört sich doch gut an. Und er ist auch rund, er ist nicht mehr eckig. Mhm. Ich schneide ihn einfach mal so durch.
Oh, der geht. Oh, meine Güte. Der geht fast gar nicht zu schneiden. So sieht er innen aus. Ja, Nuss. Nuss, massiv. Nuss, eigentlich. Das sieht schon mal gut aus, oder? Sieht nicht schlecht aus. Also das ist schon ein bisschen mehr, was man so kennt. Du kriegst ein Stück. Mhm. Bitte schön. Dankeschön. Probieren wir den mal. Du hast den Mund voll Nüsse. Mhm. Und ist sehr kompakt. Ein bisschen krümelig, ne? Mhm. Schmeckt wie so eine Müsli-Riegel oder ja. So, ne? Ja, genau. Also sehr nussig. Mhm. Und fast irgendwie gesund, oder? Also man könnte denken, es ist gesund. Das sind auch andere, das sind nicht nur Nüsse, das sind wie also Samen, Bienenkerne oder so, ne? Und Sonnenblumenkerne oder so. Also wirklich wie so ein Müsli-Riegel. Mhm. Ein kompakter, ist sehr lecker. Richtig lecker. So, wir hatten unser erstes Mondfest. Wir haben 3 Mondkuchen gegessen. Wie fandst du es? Spannend auf jeden Fall und lecker auch. Wir wünschen allen Leuten, die das Mondfest feiern, viel Glück, ein schönes Fest, eine gute Zeit. Und mit der Familie. Mit der Familie, genau. Und Freunden, dass man zusammen feiert, das ist das Schöne daran. Richtig, das ist das Wichtige. Ein guter Anlass. Ciao.